Na, seid ihr bereit, hier reinzugehen? Das machen wir jetzt. Evil Within 2, wir befinden uns hier im Kapitel 5, haben diese kettensägenden Leichenteil-Mutti gekillt und schauen, was jetzt uns hier drin erwartet. Lebt er noch? Anscheinend. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Tatsächlich hat er echt nur so lange überlebt, bis wir ihn gefunden haben hier. Ich hätte nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Mit. Gucken, ob noch irgendwas liegt. Hier ist ein bisschen Munitionsaufbaumaterial. Ansonsten. Es flackert so, ne? Seht ihr das? Das liegt wahrscheinlich daran, weil das so instabil ist alles. Nein. Die Schrotflinte immer im Anschlag haben, ne? Danke. Gut, dann gehen wir mal hoch. Blut. Kein Blut. Auch kein Blut. Dann gehen wir hier erstmal links. Hier macht der Typ immer Fotos von uns. Beziehungsweise... hätte gerne Fotos von uns gemacht. Ist der Postraum? Erweiterungsarbeiten unterbrochen, erhält der ursprüngliche Charakter der oberste Priorität. Neben einer Zersplitterung von Landmasse und dem Verlust der Atmosphärenkontrolle wurde auch die Tageslichtsimulation in Mitleidenschaft gezogen. Es wurden bereits Gegenmaßnahmen zur Behebung von Systemfehlern eingeleitet, doch es gehen Berichte über zuvor nicht kategorisierte Probleme vor. Ein wunderleidigen Gedächtnisbeschreibung. Darüber hinaus gibt es Berichte unendlicher körperlicher Dysmorphie und gewaltiger Tendenzen. Bitte um Anweisung. Oh, kriegst du vielleicht. Aber nicht heute. So. Mal speichern. Ist immer gut. Okay. Können wir noch irgendwas erweitern oder bauen oder so? Mal gucken. So. Explosivbolzen können wir auch herstellen. Auch nicht schlecht. Und Spritzen können wir auch herstellen. Perfekt. So, alles wieder voll. Achso, ich weiß gar nicht, ob wir bei den Waffen auch was machen können. Ne, wir haben ja keine. Wir brauchen ja bessere Dingsteile. Haben wir aber nicht, ne? Hochwertige Taffenteile müssen wir finden. Mal sehen, wo wir die noch finden können. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Müssen wir da runter? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal runter. Hä? Ach da. Ich dachte, hier geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir das Ding wegschieben von einer Seite und dann haben wir sozusagen eine Abkürzung. Okay, gut zu wissen. Bringt uns jetzt zwar gar nichts, aber für nachher. Gut. Dann lassen wir hier rausgehen. Moin. So, bevor wir diese Haupttür benutzen, gehen wir nochmal da hinten, auch nochmal links. Ja, auch wieder irgendwas vorbereitet hier dafür. Was ist
ist aber auch ein helles Licht, ne? Da wird man so richtig blind von. Nun gut, gehen wir hier mal rein. Nein! Oh, hat schon wieder ein Kunstwerk errichtet, wie man sieht. Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Ja, das stimmt. Aber wo? Also. Müssen wir schon durch die Tür da? Die haben so die Kameras überall, ne? Jedenfalls nimmt das Spiel Reflexkameras, steht halt auf Stil. Hallo? Jemand hier? Nein. Guck mal, ein Pflänzchen nehmen wir mit. Hier auch gar nichts, weil es ist so neblig und milchig hier, wenn er da irgendwas macht. Dann geht es ja nur nach oben, ne? Oder warte mal kurz, war da hinten noch ein anderer Weg? Ich glaube nicht, ne? Bin reingekommen. Dann geht es nur in die Richtung, okay. Ne, gut. Lass mal nach oben gehen. Irgendwelche Fäden von oben runter. Ist auch ein bisschen uncool. So, da müssen wir jetzt durch und jetzt werden wir irgendwann, werden wir erschreckt oder sehen irgendwas ganz Ekliges. Was soll das denn? Ich glaube, er hat mir ein Kleid rausgelegt. Vielleicht will er mich heiraten. Was bedeuten? Nichts. Was habe ich übersehen? Das gleiche Kleid. Also irgendwas ist da gerade vorbeigehuscht, haben wir gesehen. Nur was? Smaragdkette erhalten. Okay. Vielleicht so? Nee, weil ich kann ich die Flasche. Nein, nein, du sollst nicht mit. Ach Mann. Kann eine Flasche auch irgendwas machen hier? Anscheinend nicht. Die Flasche ist einfach so da. Okay, nochmal. Jetzt haben wir ja so ein Ding da drum. Hier steht auch irgendwas. Wir müssen die Rosen da jetzt auch noch reintun. Jetzt werden wir noch zum Fotografen hier, ey. Highlight.
Okay, das war's also. Jetzt kommen wir da durch. Gut. Anerkenne die Kunst. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Ich kann es nicht sehen. Danke, dass er sich so rumdreht hier, hätte ich wahrscheinlich. Kunstwürdigen? Na schön, wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Kunstwürdigen? Können Sie alle Bilder einmal angucken hier? Hier ist noch eins. Sie tickt, aber das Pendel bewegt sich nicht. Okay, jetzt hat sich dadurch, dass wir die Bilder angeguckt haben, hat sich da hinten ein neues Bild eröffnet. Und wird rot beleuchtet. Das ist Lily. Das ist Lily. Der Kerl spielt mit mir. Oh oh. Voll die Bilder von der Wand. Geht da eine Tür auf? Oh Gott, was will der Typ von einem? Okay. Eine Fliege im Bernstein. Ist da wieder eine Tür aufgegangen? Oh Gott, ist das eklig. Da spielt das blaue Kleid. Oh, es sind ganz viele von diesen blauen Kleidern. Der Mob ist ja gerne vor jedes Rathauses. Noch so ein eingefrorenes Ausstellungsstück, armer Kerl. Wenn er nicht schon tot wäre, bevor er von dort runtergeworfen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Fies. Ist das Rückseite? Ja. Noch eins. Aber was hat er vor? Mhm. Okay, das ist richtig dunkel. Und da ist nix. Da ist da vorhin gerade von dieser Tür ein bisschen zugegangen. Da ist der Fotograf. Ist doch wieder nur ein Spiegel hier, oder was? Oh Mann, ey, das ist echt widerlich. Widerlicher Typ. Okay, geh mal runter. Ich hab keine Angst. Ich find's urgemütlich, in den Keller runterzugehen. Dort gibt es Wein.
Und rote Pfützen vom Wein. Rotwein wahrscheinlich. Da ist schon wieder das Collier. Von gerade eben und die Rose. Okay, jetzt weiß ich ja wirklich nicht mehr, was Sache ist. Okay. Was sind das für Dinger? Die sind keine schönen Dinger. Handschriftnotiz aus einer ausgefallenen Karte steht in ordentlicher Schrift. Zu schön, um ungesehen auf der Straße zu verrotten. Ich muss es einfach ausstellen. Ich wünschte, ich könnte auch den Ruhm ernten, aber es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. Okay, jetzt können wir nicht mehr längs. Jetzt können wir hier links gehen denn. Warum liegt hier so viel Waffenmunition? Okay, wir haben alles voll hier, das heißt. Das heißt, es wird doch irgendwas passieren, oder? Das muss der Emitter sein. Machen wir die nochmal an. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Hab ich doch damit gehabt. Terminal. Das muss dieser Kommunikator sein. Klar ist er das. Was denn sonst? Neustartsequenz eingeleitet. Na, guck mal. Oh, jetzt kommt ein T-800. Sie oh, Alter. Haben so lange nach mir gesucht. Also, hier bin ich. Aber Moment. Sie suchen nicht mich. Nein. Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Hm. Es gibt noch jemanden, wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber sie wurden überboten. Hm. Sie strahlen Furcht aus. Aua. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Oh, verdammter Wichser! Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Viech? Oh. Des Emitters. Sollen wir das Ding killen oder was? Aber wo ist das Viech jetzt? Durchhalten, bis der Innere gestartet.
abgeschlossen. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Okay. Er ist auf der Decke. Ja, an der Decke. Mist, wo ist es hin? Okay, müssen wir schon warten. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Oh. Oh Mist. Na, lieber sicherheitshalber gebe ich mir ein bisschen Pumpe hier. Halt! Wollen wir hier ein bisschen auf Schrot finden? So viele. Sequenz in 10 Sekunden. Okay. Gibt's noch mehr Munition irgendwie? Ah, Mist. Okay, was passiert jetzt? Steht das Ding davon? Wir wollen nicht mehr schießen. Okay, jetzt kriege ich gleich selber einen leptischen Anfall hier. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lilly nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Okay, bevor du rausgehst, lass uns einmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Munition finden oder irgendwas. Das kann ich mir gut vorstellen, dass hier noch irgendwas rumliegt. Gucken wir mal hier drüben. Also draußen war ja noch was, bevor wir hier reingegangen sind. Wenn wir das gucken, wie liegt das dann aus? Müsste ja eigentlich noch da liegen, nicht nur vielleicht, das liegt ja bestimmt noch da. Achso, was hat sich ein bisschen verändert hier? Alles? Wunderbar. Sehr gut. Ich habe auch gut rumgeballert hier. Halt. Auch noch mitnehmen.
voll. Oh, warte mal, können wir direkt einsetzen? Nehmen wir das noch wieder mit. Den wir wieder voll haben. Dann wir runtergehen wieder. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Das stimmt. Das ist wirklich ein bisschen crank. Aber du machst es ja trotzdem. Also von daher... Cool, dann können wir noch Schlüssel. Krass, wir haben jetzt 8 Schlüssel von 32. Das ist natürlich echt wenig, ne? Wenn man überlegt. Und zumindest können wir hier einmal speichern. Macht ja Sinn, oder? Aber wir haben ja immer noch diese Tür nicht geöffnet da von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob man es macht. Die Türen auch treten sind irgendwie ganz geil. Die Leiche ist weg hier. Ob wir jetzt raus müssen oder nicht? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, draußen ein Signal zu finden. Das testen wir doch einfach mal. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Oh. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Pass ja. Auf dich auf. Viel Glück. Achso, okay. Danke. Wohin hat es immer schön, ein paar Floskeln zu hören. Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Jetzt müssen wir noch einen anderen Bereich rein. Dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden.
Okay, da oben irgendwo. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb. Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Jetzt kurz mal gucken hier, ob es hier was gibt. Mal hier. Yes, Medizintisch verbessert. Jetzt können wir noch ein mehr tragen, das ist doch gut. Also woanders können wir hier gar nicht hin, das heißt, wir gehen wieder hier zurück und dann den Weg da durch. Oder wie sehe ich die Sache? Wahrscheinlich, ne? Sollen wir trotzdem mal da drüben gucken kurz? Irgendwas übersehen oder irgendwas nicht mitgenommen haben? Wäre auch blöd sonst, ne? Ach, guck mal hier. Hier noch irgendwas finden. Mein Gott, es lohnt sich zwischendurch echt hier rumzulaufen, ne? Wie cool macht er denn da für eine geile Judo-Rolle? Bitte sehr. Hast du das gesehen? Motorhauben hechten, das macht er schon nicht schlecht. Na gut. Gut, dann lass uns wieder zurücklaufen. Und dann durchs Mark zum anderen Bereich. Ja gut. Schon witzig, wie das Ganze zusammenhängt. Aber naja. Hallo. Noch runter. Kann ich runtersliden wie jeder andere normale Marine auch? Gut, wir speichern jetzt hier. Und dann machen wir direkt hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, ciao.